Basiskurs Optionsstrategie. 63 Videos rund um den Optionshandel. Für 5 Euro exklusiv und nur online verfügbar. Komm in mein Team und werde ein erfolgreicher Optionsstratege. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute machen wir ein Update zu einem Video, was erst vor, ich glaube, 2-3 Wochen rausgekommen ist. Und zwar das, was ja momentan extrem viele beschäftigt, die ein Konto haben bei Interactive Brokers, bei Links Broker, bei CapTrader, nämlich was soll ich denn jetzt nun für Daten abonnieren? Da gibt es immer noch viele, viele Unsicherheiten. Jetzt gibt es einen ganz neuen aktuellen Stand und was ihr also abonnieren müsst, damit ihr richtige Marktdaten habt, das gibt es jetzt hier im Video. So. Also wir haben in den letzten Tagen, wie gesagt, wahnsinnig viele E-Mails bekommen. Bei uns im Coaching wird immer mal wieder gefragt, im Helpdesk wird gefragt. Ne? Und bislang war es wirklich nicht so richtig klar, was muss man denn jetzt nun für Daten abonnieren, damit man in der TWS weiterhin die richtigen, also Realtime-Daten hat für den Handel. Und vor allen Dingen war es auch so, der eine hat gesagt, bei mir ist es schon umgestellt worden, ein anderer hat gesagt, bei mir nicht, bei mir sind noch die alten Daten. Ja, wie denn nun, ne? Und wir haben jetzt mit unserem Broker mal telefoniert. An der Stelle mal vielen Dank an den Klaus Schulz von Links Broker, der da für uns in die Spur gegangen ist und wirklich nochmal ganz tief gegraben hat und das jetzt für uns wirklich geklärt hat, wie schaut es denn jetzt aus. Und also das ist jetzt der aktuellste Stand, den wir momentan haben. Und zwar, Interactive Brokers hat also beschlossen, seine Marktdaten oder musste seine Marktdaten wieder einmal umstellen, nicht aus Eigeninteresse heraus, sondern ganz ehrlich, die würden, glaube ich, ihre Daten sogar kosten oder die würden die Daten gern sogar kostenfrei rausgeben. Warum? Die haben ja nichts davon, ne? Die nehmen das Geld ein, geben es weiter und das nützt denen also nichts. Sondern es ist eine Sache der Börsen. Ich habe jetzt einen Bericht gelesen, dass die Börsen allein mittlerweile fast 25% ihrer Umsätze nur aus Gebühren für Börsendaten generieren. Ne? Also indem sie einfach ihre Daten weitergeben. Naja, und jetzt wissen wir alle, börsengelistete Unternehmen, die wollen Geld machen und deswegen schrauben die immer mal so ein bisschen an der Stellschraube und sagen, okay, vielleicht können wir da noch einen Dollar holen, da noch einen Dollar holen. Und deswegen passiert das momentan. Hat also gar nichts mit den Brokern als solches zu tun. Und wie schaut es jetzt aus? IB hat also jetzt das Ganze weitergegeben und hier haben jetzt mal alle Kunden, die bei den Resellern sind, ne, die haben jetzt mal einen Vorteil, denn während es bei Interactive Brokers selbst für die meisten Kunden schon umgestellt wurde, ist es bei den Kunden, die zum Beispiel eben jetzt, wie gesagt, bei Links Brokers sind oder bei CapTrader oder bei Agora oder wo auch immer, bei denen ist es jetzt oftmals noch so, dass die noch die alten günstigeren Daten haben, weil eben die Reseller erst danach umgestellt werden. Das müsste jetzt aber auch innerhalb der nächsten paar Wochen mit passieren. Also heißt, irgendwann wird es auch bei euch mal so sein, ihr habt plötzlich keine Realtime-Daten mehr und dann müsst ihr umstellen. Ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, auch im Vorfeld schon umstellen, da macht ihr nichts falsch, da stellt ihr einfach sicher, dass es durchläuft. So, und was müsst ihr jetzt nun genau umstellen, was müsst ihr demnächst abonnieren? Und wir schauen uns das mal für einen Privatkunden an, ne? Weil die meisten, die hier zuschauen, werden ja Konten haben, die auf ihre Privatnamen laufen, nicht auf Firmen. Bei Firmen hat sich überhaupt nichts geändert, da ist alles so geblieben, wie es war. So, schauen wir uns mal an. Ich habe euch hier mal ein Bild gemacht und habe euch das auch ein bisschen gekennzeichnet. Und zwar, wir gehen mal jetzt nur auf die amerikanischen Märkte, weil nur da gab es ja Änderungen. Und zwar, was ihr also als allererstes abonnieren müsst, und ist Folgendes. Und zwar, das Ganze heißt US Securities Snapshot and Future Value Bundle. So, was ist da drin? Da sind drin Futures, da sind drin Indizes und das sind sogenannte Aktien-Snapshots. Das heißt also, ihr bekommt immer in dem Moment, wo ihr eine Option aufruft, den aktuellen Preis aus dieser Zeit, aber nicht mehr. Und ihr müsst dann immer wieder abonnieren. Wichtig ist es vor allen Dingen für diejenigen, dieses Bundle, wenn ihr Future-Optionen handelt. So. Bundle ist immer gut. Warum? Bundle heißt immer, beziehungsweise wenn da steht nicht Bundle, sondern Wafer. Wafer bedeutet nämlich immer, ihr zahlt entweder eine bestimmte Gebühr im Monat oder aber wenn ihr einen bestimmten Commission-Satz macht, dass ihr das dann wieder zurückerstattet bekommt. Ne? Und bei dem ist es jetzt hier, also bei diesem, ich lese es nochmal vor, US Securities Snapshot and Future Value Bundle, kostet das Ganze $10 im Monat. Wenn ihr allerdings $30 Gebühren macht, dann fällt das weg. Ne? Dann kriegt ihr die zurückgestellt. Das heißt, ihr kriegt die abgebucht, kriegt sie wieder drauf gebucht. So.
Wer Aktienoptionen handeln will, auch der muss dieses Bundle abonnieren, weil, und das ist jetzt der Punkt 2, den ich euch im Bild angemarkert habe, jetzt gibt es noch dieses US Equity and Options Add-on Streaming Bundle. Ne? Und da liest man jetzt schon ein Wort Add-on, es wird also obendrauf, deswegen müsst ihr das andere haben, ihr könnt nicht nur das zweite abonnieren, nützt euch nichts, ihr müsst das erste, diesen Wafer mit abonnieren und Streaming Real-Time. Ne? Und das bedeutet jetzt, dass ihr jetzt hier die ganzen Aktienoptionen, die ETF-Optionen und so weiter, dass ihr die jetzt gestreamt, sprich Real-Time, reinbekommt. Wenn ihr das nicht macht, ihr müsst das nicht machen, dann müsst ihr bei dem ersten, wie gesagt, immer diese Snapshots machen. Kostet dann auch, glaube ich, immer einen Cent und so. Ist, glaube ich, viel zu aufwendig, weil das Ding kostet 4,50 Dollar im Monat. Ne? Also auch nicht die Welt. Und das heißt, selbst wenn ihr es nicht schaffen würdet, 30 Dollar im Monat Gebühren zu bezahlen, also an Commissions, dann hättet ihr 14,50 Dollar maximale Gebühren. So, was es bislang immer noch gab, war dieses Opera. Ne? Ich habe euch das unten mal hier mit der Zahl 3 gekennzeichnet. Das hat bislang immer 1,50 Dollar gekostet. Oder aber, wenn ihr 20 Dollar Gebühren schafft, also was ihr in Punkt 1 ja eh machen müsst, dann fällt auch das wieder weg. Jetzt hat IB gesagt, es kann in den aller seltensten Fällen mal kommen, dass man auch hier, wenn man mal für eine Option, für eine Aktienoption oder eine ETF-Option oder irgendwas keine Daten hat, dass man das Opera mit bräuchte. Aber in 99% der Fälle wird man das nicht brauchen, weil eben Opera, das sind also diese Aktienoptionen, die sind eben schon in diesem Punkt 2 in dem US Equity and Options Add-on Streaming Bundle mit enthalten. So, und jetzt kommen wir noch zum letzten, und das haben wir ja auch schon oft besprochen, ich erwähne es bloß nochmal der Vollständigkeit halber, wer die Frühstücks-Futures mithandeln will. Ne? Also das heißt, Baumwolle, Kaffee, Zucker, Kakao und so weiter, der muss weiterhin abonnieren, die ICE Futures US, kosten immer noch 120,75 Dollar im Monat. Meine Empfehlung, wenn ihr kein großes Konto habt, das heißt alles unter 50, 60, 70.000 Dollar, Kontogröße, spart euch das, handelt diese Märkte nicht, das ist einfach zu teuer. Ihr könnt nicht in einem 10.000er Konto im Monat 120 Dollar für Gebühren ausgeben. Ne? Also das ist wirklich nur für die, die ein bisschen mehr auf dem Konto haben, alle anderen lassen das einfach weg und handeln eben im Zweifelsfall diese Märkte nicht. Und sodass wirklich, ich schätze mal auch für 99% aller, die hier zuschauen oder 90% aller, die hier zuschauen, wird wohl der Punkt 1 und 2, nämlich das Security Snapshot and Future Value Bundle und eben dieses Add-on Streaming Bundle das Maßgebende sein. Wenn ihr diese beiden abonniert, 14,50 Dollar maximal im Monat, dann habt ihr Realtime-Daten und könnt alles, was es in Amerika gibt, Realtime angezeigt bekommen und handeln. Ihr könnt auch alles ohne Daten handeln, ne? Auch das geht, aber das würde ich natürlich nicht machen, weil dann ist das quasi so ein bisschen Stochern im Nebel. So. Ich hoffe, dass wir jetzt Ruhe haben, mal für die nächsten paar Monate und dass sich da nicht wieder irgendwas dran ändert, falls dem doch so sein sollte. Ne? Dann müssen wir ein neues Video aufnehmen und müssen wieder ein Update des Updates machen. Bis dahin aber nutzen wir erstmal die Daten, die wir jetzt haben, verdienen ein bisschen Geld an den Börsen und dann sehen wir uns wieder hier beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg, Servus, macht's gut, bye bye.